Ein Lehramtsstudent, ein Student für Landwirtschaft und mehrere Musikstudentinnen und Studenten. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel, den Klimaschutz. Nach Madrid und Barcelona nun auch die Hochschule für Musik in Nürnberg. Derzeit kapern Klimaaktivisten Hörsäle an Universitäten, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Wir fordern den möglichst sofortigen Ausstieg aus fossilen Emissionen und insgesamt aus fossilen Energien. Und wir protestieren in der Hochschule, weil wir speziell von der Institution fordern, dass Lehre und auch die ganze Musikszene sich politischer begreift und damit eigentlich ihrer politischen Verantwortung, die sie als gesellschaftlich sehr relevante Institution hat, gerecht wird. Über mehrere Tage hinweg besetzen die selbsternannten Klimaschützer die Einrichtungen. Sie schlafen, essen und trinken dort, musizieren und diskutieren mit jedem, der sich mit ihnen und ihren Inhalten auseinandersetzt. Wir haben am Montag angefangen, da haben wir uns erstmal alle Instrumente geschnappt und sind dann hier in den Hörsaal gelaufen während einer Vorlesung und haben die Vorlesung erstmal gestört. Genau, und haben dann gesagt, dieser Hörsaal ist ab jetzt besetzt. Genau, das war Montag und dann haben wir immer viel Programm gehabt jeden Tag, also sowohl Diskussionen, Vorträge als auch Workshops, wie zum Beispiel gestern Capoeira. Wie genau sie ausgerechnet auf die Hochschule für Musik gekommen sind, ist unklar. Dort steht man der Aktion aber eher aufgeschlossen gegenüber. Die Aktivistinnen haben keine Konsequenzen zu erwarten. Wir haben vereinbart, dass die Besetzung im Hörsaal stattfindet plus Transparente, die in der Hochschule aufgehängt werden können. Und solange da nichts ausufert, dann werden wir das auch in dem Sinn ermöglichen und auch jeden Tag sprechen. Ich bin auch jeden Tag um 17 Uhr mit den Aktivistinnen verabredet und wir tauschen uns dann aus über die Forderungen, über die Ideen und Vorschläge, die die Aktivistinnen erarbeitet haben. Die Protestaktion richtet sich aber nicht nur an die Hochschule, sondern vor allem auch an die Politik. Der Wunsch wäre, dass alles einfach schneller in die Wege geleitet wird. Also man kennt es ja, die Bürokratie in Deutschland ist sehr groß und es dauert einfach alles sehr lange, bis irgendwas vorangeht und man muss wirklich jetzt aktiv werden. Politik, alle, die irgendwie damit zu tun haben und aktiv werden können, auch für uns Menschen. Hier an der Hochschule für Musik verlief die Demonstration friedlich und auch konstruktiv. Die Hochschulleitung hat angekündigt, auch weiterhin mit den Aktivistinnen und Aktivisten im Dialog zu bleiben und sich über das Thema Nachhaltigkeit auszutauschen.